Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des LC Power 2008 MB, einem Micro-ATX Cube im Preisbereich von um die 30 Euro. Beginnen wir mit der Gehäusefront. Diese ist, wie ich finde, recht schön gestaltet und in einer gebürsteten Aluminiumoptik gehalten, auch wenn es Plastik ist. Das Ganze ist natürlich etwas anfällig für Fingerabdrücke, aber wenn man es nicht viel anfasst, sieht es schön aus. Der Power-Button ist hier in dieses Muster mit eingelassen und hat einen guten Druckpunkt. Des Weiteren haben wir an der Front noch einmal USB 3.0, ein Reset-Taster ganz oben, einmal USB 2.0 sowie Mikrofon- und Audioanschlüsse, eine völlig ausreichende Bestückung für den Normalanwender. 5/4 Zoll Laufwerksschächte sind nicht vorhanden. An der Seite haben wir hier einmal Platz für einen Lüfter. Vorinstalliert sind im ganzen Gehäuse allerdings keine Lüfter. An der Front haben wir hier eine leichte Klavierlackoberfläche an beiden Seiten und oben. Dies ist natürlich auch recht schick, aber anfällig für Fettflecken. Wenn man sein Gehäuse nicht so oft anpackt, sollte das kein Problem machen. An der Rückseite sehen wir schon, wir haben hier zwei Lüfterplätze wieder frei. Oben Durchlässe für externe Wasserkühlung, wer auch immer das in so einem kleinen Gehäuse machen möchte. Wenn wir den Blick einmal nach unten wenden, sehen wir, wir haben hier das Mainboard einmal drin montiert und auf der anderen Seite des Mainboard Trays das Netzteil. Micro-ATX kann hier installiert werden, also auch vier Slotblenden. Eine ist direkt ab Werk rausgenommen. Wenn wir einen Blick in das Innere des Gehäuses werfen, fällt auf, wie ich finde, dass es für einen Cube dieser Größe relativ geräumig zugeht. Wir haben hier Standoffs noch nicht vorinstalliert, diese sind aber in einer kleinen Zubehörtüte beigeliefert. Die Frontanschlüsse sind alle farbig gehalten und nicht besonders gesleeved. Das sollte aber eigentlich kein Problem darstellen, da kein Sichtfenster vorhanden ist. Insofern fällt das hier nicht negativ auf. Neben dem Platz, welchen das Mainboard beanspruchen wird, haben wir noch zwei Durchführungen für Kabel. Diese sind auch notwendig, weil sich das Netzteil hinter dem Mainboard-Tray befindet, müssen die Kabel zum Mainboard natürlich irgendwo durchgeführt werden. Dafür bieten diese Öffnungen absolut ausreichenden Platz. Die Slotblenden sind zum Rausbrechen designt. Dies ist natürlich nicht so schön, als wenn sie geschraubt wurden. Bei einem Micro-ATX-Cube, wo es eh nur vier Stück davon gibt und so viel an der Hardware wahrscheinlich für den normalen Nutzer nicht geändert werden wird, wird das aber kaum eine große Rolle spielen. Geschraubte wären natürlich schöner, aber bei dem Budget absolut zu verschmerzen. Vorne haben wir weitere Plätze für Lüfter. Wie gesagt, keine vorinstalliert. Bei allem, was über ein System mit einem Celeron oder einem PC auf ARM1 Basis hinausgeht, würde ich aber stark empfehlen, Lüfter nachzurüsten, da sonst der nicht vorhandene Luftstrom wirklich zu einem Problem für die Hardware werden könnte. Hier blicken wir gerade auf die Rückseite des Gehäuses. Wir haben hier an dieser Klammer Platz für eine 3,5 Zoll HDD bzw. 2,5 Zoll HDDs. An der Front können diese auch noch festgeschraubt werden. SSD ist natürlich statt der 2,5 Zoll HDDs auch möglich. Hinten wird das Netzteil hier installiert. Dieses zieht seine Luft durch den Seitendeckel. Dort ist eine baugleiche Lüfterbefestigung vorhanden wie an der anderen Seite, die wir bereits gesehen haben. Hier müssten wir aber nicht zwingend einen Lüfter installieren. Auf der Unterseite haben wir hier schon Gumminoppen für die Entkopplung zum Boden. So ist das Gehäuse absolut vibrationsfest und steht gut auf dem Boden. Hier haben wir noch einen Lufteinlass für den Lüfter, der in der Front installiert werden könnte, sodass wir hier wenigstens ein bisschen Lufteinzug haben, welcher an den Seiten ja nicht gegeben ist. Im folgenden Videoausschnitt verbaue ich ein bisschen Hardware in das Case und wir sehen uns mal an, wie das Ganze so aussieht. So, jetzt haben wir hier Hardware verbaut. Wenn wir einmal das Seitenteil abnehmen, sehen wir, darunter haben wir ein kleines Micro-ATX-Board, auf dem ist ein Intel Celeron verbaut, 4 GB RAM und darüber ein LC-CC97, der kleine Kühler für um die 10 Euro von LC Power. Dieser passt wirklich gerade so in das Gehäuse rein. Wir haben hier nur ein paar Millimeter bis zur Seitenwand von der Heatpipe. Das Kabelmanagement ist eigentlich relativ einfach zu lösen, da wir unnütze Kabel durch die Kabelmanagementöffnung in den Bereich des Netzteils stopfen können. Kabelmanagement spielt bei einem Gehäuse ohne Sichtfenster natürlich keine große Rolle, allerdings kommt es einem guten Luftstrom immer zugute. Die Frontpanelanschlüsse sind, wie ich finde, ein bisschen zu lang geraten und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich sagen kann, dass Frontpanelanschlüsse zu lang sind und nicht zu kurz. Aber besser zu lang als zu kurz und durch die Verstaumöglichkeiten im anderen Bereich des Gehäuses sind zu lange Anschlüsse eigentlich auch kein Problem. Und da wir nach wie vor kein Sichtfenster haben, sollte das nicht negativ auffallen. Die Öffnungen sind an den richtigen Stellen platziert. Eine weitere für das CPU-Powerkabel wäre zwar nett gewesen, macht allerdings keinen großen Unterschied in ein Gehäuse, was relativ klein ist wie dieses hier. Kommen wir also zu meinem Fazit.
Für wen ist das LC Power 2008 MB? Nun, es ist für alle, die einen schicken Home- oder Multimedia-PC wollen. Mit ein bisschen Aufwand bzw. einer guten Lüfterbestückung lässt sich auch problemlos ein kleiner Gaming-Cube daraus machen. Die meisten Grafikkarten gibt es im ITX-Format, also als sehr kleine Ausführung, sodass ein Gaming-PC hier nichts im Wege steht. Wie man hier sieht, sieht das Gehäuse leider relativ schnell Fettflecken an. Diese lassen sich aber entweder beim Bau vermeiden oder man macht es später einmal kurz sauber. Und wer sein Gehäuse nicht viel rumschleppt, für den sollte das auch kein Problem darstellen. Besonders die Front finde ich designtechnisch wirklich sehr gelungen. Und ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Einen großen Dank an LC Power für die Bereitstellung des Gehäuses. Dieses wird im Laden um die 30 Euro kosten. Es hat eine UVP von 30 Euro. Der Marktpreis wird sich wohl noch ein paar Euro darunter ansiedeln. Das Gehäuse könnt ihr jetzt so noch nicht kaufen, weshalb ich euch keinen Kauflink geben kann. Das Ganze wird erst in einiger Zeit im Handel erhältlich sein. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mein Review geguckt habt. Nochmal danke an LC Power und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal bei einem weiteren Review oder einer PC-Zusammenstellung. Tschüss!